Das Leben ist zerbrechlich. Und ich weiß, wir wären gerne Superhelden. Wer wollte das als Kind nicht sein, unbesiegbar fliegen können? Aber wir sind's nicht. Wir sind zerbrechlich. Und weil wir zerbrechlich sind, sind wir auch anfällig für Sachen wie Krankheiten. Krankheit, mit ihr sind wir früher oder später alle konfrontiert. Vielleicht sieht man das nicht jedem gleich an, aber ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer heute Schmerzen hat, wo es zwickt und zwackt, dann würden erstaunlich viele Hände hochgehen. Und das ist leider im fortschreitenden Alter normal. Aber was genau ist eigentlich Krankheit? Also ich finde es eine spannende Frage, denn je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto weniger war es mir klar. Wenn ich ein paar Kilos zu viel auf der Waage habe, bin ich dann krank? Oder muss ich beständig zu viele Kilos auf der Waage haben, damit ich krank bin? Und wenn mir Gliedmaßen fehlen, bin ich dann krank? Und was ist, wenn ich mich völlig gesund fühle und mein Corona-Test positiv ist? Mir geht es hier gar nicht so sehr um eine medizinisch einwandfreie Definition. Das ist ja im Grunde eine philosophische Frage, der wir gerade dran sind. Kann ich krank sein und mich trotzdem gesund fühlen? Kann ich körperlich gesund sein und mich trotzdem krank fühlen? Was ich total interessant finde, das Neue Testament ist ja im Original in Altgriechisch geschrieben worden. Und eines der Worte, was fürs allgemeine Kranksein verwendet wird, ist Asthenēo. Und das kann man im Neuen Testament mit Kranksein übersetzen, aber auch mit Schwachsein. Und genauso wird es im Neuen Testament verwendet, in dieser Doppelbedeutung. Je nach Kontext wird es unterschiedlich übersetzt. Beides ist richtig. Und das führt uns an den Punkt, kann man schwach sein, ohne sich schwach zu fühlen? Oder kann man tatsächlich stark sein und sich trotzdem schwach fühlen, obwohl man stark ist? Ich lande am Ende bei einem pragmatischen Gedanken. Krankheit ist ein Zustand, der uns dabei hindert, unser volles Potenzial auszuschöpfen oder unsere Fähigkeiten beeinträchtigt. Das hat durchaus etwas Subjektives an sich. Fühle ich mich tatsächlich gehindert, mein volles Potenzial auszuschöpfen? Also inzwischen gibt es ja viele Hilfsmittel, Medikamente. Das hat mich dann zu der Frage geführt, bin ich krank? Und auf Anhieb würde ich sagen, derzeit nicht. Aber ganz ehrlich, nur solange ich das hier habe. Ich habe die neulich verlegt und habe eine Stunde lang gesucht. Und es hat sich so schlimm angefühlt. Das war für mich eine Krise, denn ohne dieses Hilfsmittel sind meine Fähigkeiten enorm beeinträchtigt. Ich kann mich nur schwer zurechtfinden, ich kann kein Auto fahren, ohne Brille kann ich nicht mal dieses Skript lesen, was in diesem Abstand vor mir liegt. Nicht, weil ich eine Lesebrille bräuchte, sondern weil ich kurzsichtig bin. Ich sehe es nicht. Wenn ich also ganz ehrlich bin, sind meine Fähigkeiten massiv beeinträchtigt ohne Brille. Und dann komme ich zurück. Krankheit ist ein Zustand, der uns dabei hindert, unser volles Potenzial auszuschöpfen oder unsere Fähigkeiten beeinträchtigt. Und spannend finde ich, dass es hier ja auch nicht nur um körperliche Angelegenheiten gehen muss. Es gibt darüber hinaus auch Formen von Krankheiten, Zustände, die mich beeinträchtigen. Meine Seele kann krank sein, Depression, Liebeskummer, aber genauso die rosarote Brille, Trauer, ein paar Gläser zu viel Wein. Ja, ihr merkt schon, das würden wir nicht alles typisch als Krankheit wahrnehmen. Die Ostkirche, also die orthodoxen Kirchen, die bezeichnen sogar Sünde als Krankheit, die der Heilung bedarf. Also nicht als Rechtsbruch, etwas, was falsch gemacht wurde, sondern eine Krankheit. Und mit Sünde ist gemeint, unser Hang, nicht das Gute zu wollen, sondern das zu tun, was Gott entgegensteht. Ja, die böse Tat selber, eine Krankheit.
finde den Gedanken spannend, denn ob Sünde oder nicht, wir haben alle irgendwelche Bruchstellen im Leben, die unser volles Potenzial hindern. Emotionale Narben, die uns an Ungerechtigkeiten und Verletzungen erinnern und uns bis heute prägen. Das sind eben unsere menschlichen Schwächen und Krankheiten. Und die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wo kommt sie her, die Krankheit? Es gibt einige Begebenheiten in der Bibel, wo Gott eine Krankheit schickt oder mit ihr droht. Das sind zum Beispiel die Plagen, die Gott den Ägyptern schickt, weil sie das Volk Israel nicht ziehen lassen. Und dann kann man durchaus sagen, im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, sind Pest und Seuchen grundsätzlich auf Gott zurückzuführen. Und ich muss gestehen, an dem Gedanken bin ich in der Vorbereitung hängen geblieben, weil ich mich gefragt habe, wie wohl oder was wohl diese Deutung für die Corona-Pandemie bedeuten könnte. Und eine Antwort habe ich nicht. Aber diese Pest und die Seuchen waren entweder zur Strafe als Erziehungsmaßnahmen gedacht oder um irgendetwas anderes zu bewirken. Aber der Knackpunkt, das ist das Allerwichtigste, was mir aufgefallen ist, Pest und Seuchen, die von Gott angedroht oder geschickt worden sind, bezogen sich nie auf Einzelne, sondern immer auf ganze Völker. Wenn also etwas weiter in der Mitte der Bibel, im Buch Hiob, die Freunde Hiobs danach fragen, was Hiob wohl angestellt hat, dass er so krank wurde und leiden musste, dann wird dieser Zusammenhang vehement zurückgewiesen. Die Krankheit des Einzelnen ist nicht eine Strafe Gottes. Und bei Hiob steckt tatsächlich der Teufel dahinter, der als Gegenspieler Gottes auftritt. Es wäre daher katastrophal anzunehmen, die Krankheit allgemein als Strafe Gottes zu verstehen oder dass sie sogar von Gott komme. Denn abgesehen von diesem Zusammenhang von Pest und Strafe Gottes über Völker, vermittelt die Bibel nämlich ein pauschales Bild von Krankheit. Krankheiten sind nicht das, was Gott für seine Schöpfung vorgesehen hat. In unseren pragmatischen Worten, Gott hat keinen Zustand für uns vorgesehen, der uns hindern soll, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Gott hat gar kein Interesse daran, dass unsere Fähigkeiten beeinträchtigt werden. Das heißt aber auch dann, in aller Regel ist Gott nicht der Verursacher von Krankheit. Und in aller Regel deswegen, weil Gott immer noch Gott ist und seine Wege höher sind als unsere Wege. Ja, Menschen haben oft Krankheiten als Strafe Gottes gedeutet, aber das ist nichts, was Gott prinzipiell gesagt hat. Im Gegenteil, was wir lesen, im Johannesevangelium zum Beispiel, da fragen die Jünger Jesus, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, dass er so krank ist, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Das ist nicht als Strafe Gottes zu verstehen. Krankheit kommt nicht von Gott. Und deswegen möchte ich provokant fragen, warum sollten gerade für uns diese Ausnahme gelten? Woher kommt also die Krankheit? Die Bibel bringt uns nahe, Ursache des Todes und von Krankheit an sich ist durchaus die Sünde. Den ersten Seiten in der Bibel, da lesen wir, zum Mensch sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und vom Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, nicht davon zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Also nicht, weil man auf die Frau gehört hat, darum ging es nicht, sondern es ging darum, der Mensch hat genau das gemacht, was Gott entgegenstand. Deswegen ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Diese theologisch hochbedeutsame Passage formuliert das durchaus eindrücklich. Tod und das Sterben und alles, was damit in Verbindung steht, ist durch Sünde in die Welt gekommen. Nicht, weil Gott es wollte. Gott hatte ja nämlich davor gewarnt. Er sagte, esst nicht von der Frucht, sonst werdet ihr sterben. Sondern weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat.
Ja, im sogenannten Sündenfall ging die anfänglich vorhandene Vollkommenheit des Menschen verloren. Und damit einher ging auch, dass der Mensch schwach und empfänglich für Krankheit wurde. Ja, in diesem Sinne, ja, wenn man sagen will, dass Krankheit eine Strafe Gottes ist, dann muss man eben auch sagen, der Tod ist dann genauso eine Strafe Gottes. In der Geschichte mit Adam und Eva ist das auch tatsächlich der Fall. Ja, der Tod bricht in die Welt hinein als Folge ihrer Sünde. Ja, ist es jetzt Strafe oder ist es einfach die Folge dessen, was sie getan haben? Sie haben es wahrscheinlich als Strafe verstanden. Und das führt uns dann eigentlich nochmal zu zwei Fragen, die sich uns aufdrängen, wenn wir krank sind oder uns kranke Menschen begegnen. Die erste Frage: Warum gerade ich? Warum trifft es mich und nicht jemand anders, der es vielleicht viel eher verdient hätte? Warum bin ich krank geworden? Mit dieser Frage kann man ein Leben lang hadern. Und ob man Antworten bekommt, ungewiss. Die andere Frage: Warum lässt Gott das zu? Wenn es Gott gibt und er die Welt geschaffen hat und er die Krankheit nicht geschickt hat, warum tut er nichts dagegen? Warum müssen Menschen in meinem Umfeld so leiden? Ich habe auch noch keine Antwort auf diese Frage bekommen. Aber das Problem mit dieser Frage ist folgendes: Ich unterstelle Gott, dass er doch nicht so gut mit uns meint. Und wenn ich jemandem unterstelle, der vorgibt, gut zu sein, dass er es vielleicht doch nicht so gut mit mir meint, dann unterstelle ich ihm eigentlich, böse zu sein. Und jetzt haben wir erst recht ein Problem. Wenn wir glauben, dass Gott böse ist, haben wir niemanden mehr, bei dem wir Zuflucht suchen können. Oder wir entscheiden uns, naja, wenn das so ist, dann glauben wir nicht mehr an ihn. Das führt wieder zu einem weiteren Problem. Denn wenn es Gott wirklich gibt und er tatsächlich böse wäre, bringt es mir nichts, ihn zu ignorieren. Denn was passiert dann nach dem Tod? Ja, dann hätte ich ein Problem. Ich stehe vor einem bösen Gott, wo ich denke, dass es ihn gibt. Ich mag ihn aber nicht, also ignoriere ich ihn. Was wird dieser böse Gott wohl mit mir tun? Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Gott ist nicht böse. Gott ist gut. Und auf diese Fragen gibt es leider keine begreifbaren Antworten. Die Antworten, die wir finden können, machen das Problem nur schlimmer. Einen wirklich objektiven Sinn hat Krankheit in der Regel nicht. In der Regel dient uns die Krankheit nicht. Vielleicht hilft es also eher, die Frage zu verändern. Ich möchte daher zwei bessere Fragen vorstellen. Die erste: Finde ich in meiner Krankheit einen Sinn? Ich sage nicht, dass die Krankheit einen Sinn hat, aber kann ich mir die Krankheit dienstbar machen? Kann ich für mich einen positiven Sinn in ihr erkennen oder ihr geben? Kann sie mir helfen, charakterlich zu wachsen? Ja, mich in der Liebe und Geduld zu üben? Ja, vielleicht findet der eine oder andere sogar in seiner Krankheit einen Sinn, als Strategie, mit ihr umzugehen, damit zu leben. Ich glaube, das ist prinzipiell ein guter Ansatz, dass wir früher oder später mit den Dingen unseren Frieden finden, auf die wir keinen Einfluss haben. Sonst stehen wir nur in Spannung mit uns selbst. Und die zweite Frage, die ich anregen möchte: Warum hat Gott zugelassen, dass Jesus so gelitten hat? Warum hat er zugelassen, dass Jesus so einen furchtbaren Tod am Kreuz gestorben ist? Warum wurde er geschlagen, gegeißelt, verhöhnt, letztlich gefoltert? Wo wir doch in der Bibel erfahren, dass er wirklich unschuldig war, dass er sich nie etwas zu Schulden kommen ließ. Warum hat Gott dieses Leid zugelassen? Auf diese Frage habe ich eine Antwort. Und das Johannesevangelium fasst es zusammen: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Die Bibel sagt uns, dieses Leiden war für uns. Der Vater im Himmel mutet das seinem liebsten Sohn zu, weil er uns liebt. Und der Sohn nahm diesen Weg bereitwillig auf sich, weil er nicht nur uns, sondern auch den Vater liebt. Weil wir Menschen seit dem Sündenfall nicht mehr mit Gott und seiner Vollkommenheit kompatibel sind. Weil wir den Hang zum Bösen in uns tragen und Gott mit dem Bösen keine Gemeinschaft haben kann. Deswegen, wenn man so will, opfert Gott sich selbst für uns. Am Kreuz trifft Gottes Gerechtigkeit Jesus an unserer Stelle, damit wir nicht die Folgen unserer Ungerechtigkeit tragen. Und so hat Jesus bereits für alle Gerechtigkeit erlitten und wir werden am jüngsten Gericht gerecht gesprochen. Dafür gibt es ein Wort: Vergebung. In der Bibel lernen wir etwas über das Wesen Gottes. Und was wir dort lesen, ist, dass Gott liebt und Leben schenken will. Schon durch den Prophet Jeremia sagt Gott: Denn ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke. Spruch des Herrn. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und in dem Psalmen, der Psalm 103, preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Eben stand die Frage im Raum: Warum tut Gott nichts gegen Krankheit? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Jesus hat für uns nicht nur gelitten, sondern wir lesen, er ging umher und heilte die Kranken. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Leiden. Nochmal, wollen wir etwa annehmen, dass Gott sie erst krank gemacht hat, damit er sie dann durch Jesus heilen konnte? Wir haben es doch mit einer heiligen Dreieinigkeit zu tun und nicht mit einer Dreieuneinigkeit. Und nicht nur Jesus hat geheilt, sondern hat seine Nachfolger beauftragt, ebenfalls die Kranken zu heilen und um Besserung zu beten. Und so haben auch die Apostel nach Jesu Himmelfahrt auch noch geheilt. Einer meiner Lieblingsstellen, Apostelgeschichte 9. Es geschah, auf einer Reise zu den einzelnen Gemeinden kam Petrus auch zu den Heiligen in Lydda. Dort fand er einen Mann namens Aeneas, der seit 8 Jahren lang lahm und bettlägerig war. Da stolper ich schon drüber. Ja, man kann ja auch sagen, das ist erfunden. Aber da hat sich jemand Mühe gegeben. Da hat ein Mann einen Namen und man weiß, das ist nicht nur eine Geschichte. Sondern das wurde ja so geschrieben, dass man sagt, geh nach Lydda, da kannst du fragen, ob es jemanden gab mit dem Namen. Wie auch immer. Er war seit 8 Jahren lahm und bettlägerig. Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und richte dir dein Bett. Sogleich stand er auf. Für uns lustig, ja? Da wurde ja nicht mal gebetet. Oder vielleicht doch. Als Charismatiker würde ich sagen, das war ein Befehlsgebet, ja? Aber nicht immer läuft das so spektakulär ab. Aber die Kirche nimmt seit dem Anfang ihren Heilungsauftrag wahr. Ohne das Christentum gäbe es das Gesundheitswesen von heute nicht. Und jetzt haben wir diese Spannung. Gott will das Leben und hat in der Vergangenheit geheilt und trotzdem sind wir mit Krankheiten konfrontiert. Wie können wir damit umgehen? Ich persönlich bin Verfechter von 2 Dingen. Zum Ersten möchte ich das ernst nehmen, was ich in der Bibel finde. Dass Gott Krankheiten nicht will und Jesus die Kranken auf übernatürliche Weise geheilt hat. Wenn mir also Krankheit heute begegnet, möchte ich es als Chance sehen, dafür zu beten. Und daher will ich mutig sein und Gott um Wunder bitten. Denn Jesus sagt unter anderem: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet.
Und im Jakobusbrief heißt es wiederum, ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Diesen Vorwurf will ich mir nicht machen lassen. Das Zweite, was mir genauso wichtig ist, ich möchte der Realität des Lebens gerecht werden. Denn viele Gebete um Heilung bleiben in dieser Dimension des Seins erstmal unbeantwortet. Vielleicht passiert später noch was oder auch nicht. Dann hat uns Gott eine Hoffnung auf einen neuen Auferstehungsleib gegeben, der in jeder Hinsicht vollkommen sein wird. Und das heißt für uns, wo Gott nicht heilt, haben wir einen Auftrag, uns um die Kranken zu kümmern, zu unterstützen, zu helfen, zu trösten, Mut zu machen, erfinderisch zu werden, vielleicht das ein oder andere Hilfsmittel zu finden oder erfinden, was das Leben bewältigbar macht. Und da meine ich nicht nur die Ärzte oder die Diakonie oder die Erfinder unter uns. Hier sind wir alle gemeint. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Sätze zu unserer Hoffnung sagen. Worauf wir als Christen hoffen dürfen, ist, am Ende macht Jesus alles neu. Einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel finden wir im Offenbarung 21, da geht es genau darum. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das betrifft alle körperlichen Gebrechen, alle seelischen Nöte, alle Sehnsüchte, alle Verletzungen, all unsere Brüche im Leben, all unsere Enttäuschungen, all unseren Kummer und unsere Ängste. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Da gibt es ja noch was. Ja, ganz egal, ob wir körperlich krank sind, sitzen wir im selben Boot. Unser Leben hat ein Ablaufdatum und dummerweise haben wir nicht die richtige Brille und können die Schrift nicht entziffern. Das heißt, tatsächlich, heute könnte unser letzter Tag sein. Mit der Krankheit zu leben ist das eine. Je nachdem, was man hat, ist das eine unglaubliche Herausforderung für einen selbst, für das ganze Umfeld. Aber wie es mit unserem Leben in der Ewigkeit weitergeht, das ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen ist meiner Ansicht nach das Allerwichtigste diese Heilung der Gottesbeziehung, die durch die Sünde zerbrochen ist. Ich hatte es schon gesagt, Gott ließ zu, dass Jesus so litt, weil er uns am Kreuz einen Tausch anbieten wollte. Meine Sünde für seine Gerechtigkeit. Und er wartet mit offenen Armen auf uns, dass wir zu ihm kommen, damit er uns seine Gerechtigkeit geben kann. Vielleicht haben wir ganz viel zu geben, vielleicht haben wir nur unsere Sünde zu geben. Er freut sich über beides. Damit wir nicht von Gott in Ewigkeit getrennt sind. Ja, das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Sondern bei ihm sind und den Trost erleben, von dem ich gerade gesprochen hatte. Das ist wirklich sein Versprechen. Wenn wir ihm unsere Sünde bringen, wird er an unserer Stelle dafür gerade stehen. Und die Eigenschaft seiner Vollkommenheit erhalten wir an seiner Stelle. Ich möchte daher mit einem Gebet enden, was genau das ausdrückt. Und sollte dir das besonders am Herzen liegen, lade ich dich ein, es einfach in deinem Herzen mitzubeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und dass du die vielen Qualen auf dich genommen hast für mich. Ich bringe dir jetzt meine Sünden und mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld, damit es nichts mehr gibt, was mich von Gott trennt. Ich lade dich ein. Komm du in mein Herz.
Ich will mit dir verbunden sein auf Zeit und Ewigkeit. Ich vertraue dir mein Leben an. Sei du jetzt die Nummer eins bei mir. Hilf mir, mit dir und für dich zu leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, damit ich die Kraft habe, so zu leben, wie es dir gefällt.